Hi, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Bevor wir richtig durchstarten, sollten wir uns in Mainstage erstmal die Einstellungen anschauen. Was gibt es zu beachten, damit du später keine Probleme bekommst? Also los geht's! Yes, um in die Einstellungen zu kommen, musst du auf Mainstage klicken, Einstellungen allgemein. Was ist hierbei wichtig? Wichtig ist, dass die Stimmung auf 440 Hertz ist. Ich habe es immer mal wieder gehört, dass es sein kann, dass dieser Wert sich mal verstellt. Warum auch immer, aber ist natürlich nicht gut, weil es dann nicht mehr zu den anderen Instrumenten passt. Also wenn ihr merkt, euer Mainstage ist irgendwie verstimmt, ja, ist irgendwie detuned, dann checkt mal diesen Wert, dass er auf 440 Hertz ist. Weitere wichtige Einstellungen sind Parameterwerte. Bei Patchwechsel auf gesicherten Wert zurücksetzen und nicht aktuellen Wert beibehalten. Es ist zumindest so, dass es für mich sich als wirklich nützlich herausgestellt hat, das auf diesen Wert zu stellen. Warum? Man kann, wenn man auf gesicherten Wert zurücksetzen eingibt und man verschiedene Fader-Positionen einstellt oder zum Beispiel, dass man einen Button definiert, wo man den Click on und ausschalten kann, dass man dann sagt, okay, ich möchte gerne diesen Patch, den ich reingeladen habe, möchte ich in diesem Zustand, wenn ich auf den Patch gehe, sollen die Buttons den und den Wert haben oder der Fader soll die und die Position haben. Das könnt ihr mit auf gesicherten Wert zurücksetzen machen. Aktuelle Werte beibehalten würde dann bedeuten, dass es aus dem letzten Patch, aus dem ihr gewechselt habt, dass ihr dann die Werte übernimmt. Also ich möchte gerne einfach in jeden Patch, wenn ich reingehe, dass ich eine cleane Ausgangsposition habe, deshalb habe ich den Wert hier so eingestellt. Auf Hardwarebewegung reagieren habe ich springen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt jetzt in der Regel keine Motor-Fader oder so. Das heißt, der Software-Fader, den ihr als im Layout definiert habt, kann eine andere Position haben unter Umständen wie der Fader auf eurem Keyboard. Jetzt ist aber das Thema, was passiert denn, wenn ihr diesen Fader auf dem Keyboard dann bewegt? Bei Springen ist es so, dass er sobald Mainstage dann einen neuen Wert bekommt, weil ihr den Fader bewegt, springt er auf diesen Wert, wo der aktuelle Hardware-Fader ist. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr zum Beispiel auf Weiter geht oder Relativ, kann es sein, dass ihr erstmal diesen Wert, der in eurem Mainstage gerade aktuell als Fader-Position angezeigt wird, dass ihr den erstmal abholen müsst und dann erst sich überhaupt was ändert. Also für mich hat sich das herausgestellt, dass Spring die beste Variante ist. Automatisch sichern mache ich auf jeden Fall auf niemals, damit ihr einfach Systemressourcen sparen könnt. Wenn ihr das einstellt, dass Mainstage im Hintergrund speichert, bedeutet es immer Festplattenzugriff. Teilweise kann es dann zu einer CPU-Peak kommen. Ist dann natürlich auch ein Nachteil, dass ihr immer wieder speichern müsst, wenn ihr Änderungen macht. Da müsst ihr halt einfach dran denken. Aber leistungstechnisch und ressourcentechnisch ist niemals definitiv die beste Variante. In den Audio-Einstellungen ist es wichtig, dass ihr natürlich bei Audio-Output und Audio-Input euer Interface, euer Audio-Interface auswählt. In diesem Fall ist es jetzt das XUSB, das ist das X32 Rack, das ich als Interface benutze. Warum ich das benutze, werde ich euch in einem anderen Video erklären. Genau. Wichtig ist dann hier noch, wenn ihr das eingestellt habt, dass ihr die richtige Sample Rate einstellt. Bei mir ist es jetzt so, dass ich auf 48 kHz gegangen bin. Das hat einfach den Grund, weil unser ganzes System hier auch mit dem Mischpult, mit dem X32 Rack und auch dem X32 als FOH auf 48 kHz arbeitet und deshalb sollte man denselben Wert nehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Interface habt, das ihr analog an eure FOH, also an euer Mischpult angeschlossen habt, könnt ihr auch 44 kHz hier auswählen, um ein bisschen Ressourcen zu sparen. Ihr solltet diesen Wert aber einmalig festlegen, weil alle Audio-Files, die ihr reinzieht in Mainstage, sollten genau auch diese 48 oder 44 kHz beinhalten. Sonst habt ihr ein Problem, dass es vielleicht zu langsam oder zu schnell gespielt wird oder irgendwie gepitcht wird. Also definiert euch einfach da einen Wert, den ihr von Anfang an nehmt. Und das bedeutet auch, dass ihr später, wenn ihr Tracks oder sowas reinladet oder Audio-Files ins Playback, dass ihr dann auch darauf achtet, dass diese dann auch 48 kHz haben. Gehen wir mal in die erweiterten Einstellungen. Da ist ein ganz wichtiger Wert, ist die IO-Buffergröße. Was ist denn beziehungsweise die Puffergröße auf Deutsch? Was ist denn das eigentlich? 256 Samples ist im Moment der Puffer groß. Das bedeutet, die CPU, also euer Prozessor, braucht eine gewisse Zeit, um die Dinge zu verarbeiten. Also von dem Anschlag, den ihr auf eurem MIDI-Controller macht, zu dem, was dann halt eben rauskommt. Dieses Signal muss ja erstmal irgendwie verarbeitet werden oder das Instrument muss ja erstmal angesprochen werden. Und je größer quasi ihr den Wert stellt,
desto mehr Luft hat der Prozessor und desto weniger CPU-Auslastung oder beziehungsweise Auslastung eures Systems habt ihr dann. Hier ist es einfach wichtig, einen guten Mittelwert zu finden, weil der Nachteil ist natürlich auch, wenn ihr den Wert zu hoch einstellt, dass euch dann die resultierende Latenz auch hochgeht. Sprich, ihr drückt eine Taste, aber der Ton kommt verzögert. Das kann beim Spielen, gerade wenn ihr auch mit In-Ears spielt oder sowas, dann doch ein bisschen irritierend sein. Für mich war es jetzt ein richtiger Wert, die 256 Samples auszuwählen, ist eigentlich auch ein Standardwert, was auch viele machen, wo es eine gute Balance ist zwischen, dass die CPU nicht so stark belastet wird, aber mit 13,7 Millisekunden kann man immer noch gut spielen. Genau. Dann ist auch noch wichtig, hier CPU-Auslastung auf maximal zu stellen, dass quasi Mainstage wirklich die ganzen Ressourcen des Macs auch beanspruchen kann. Und ansonsten die Häkchen habe ich rausgemacht. Geht's weiter mit MIDI. Da gibt es eigentlich nichts wirklich einzustellen, was irgendwie wichtig ist zum Spielen. Bei der Anzeige, auch da, das sind, sag ich mal, Schönheitssachen, die ihr einstellen könnt. Könnt ihr eigentlich nicht groß irgendwie was falsch machen. Das sind die Einstellungen, die ich eingestellt habe. Könnt ihr so übernehmen oder auch nicht. Und bei Sampler ist es genauso, habe ich einfach die Standardeinstellungen genommen. Ja, das war's auch schon. Das waren die Mainstage-Einstellungen. Ist gar nicht so kompliziert, aber man sollte sich es auf jeden Fall einmal anschauen. Und gerade die Puffergröße und Interface, dass das richtig ausgewählt ist, falls sich das mal verstellt, falls mal nichts rauskommt, wenn ihr spielt, falls am Audio-Interface kein Ausgang ist, checkt auf jeden Fall die Einstellungen. In diesem Sinne sind wir für dieses Video erstmal fertig und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Bis dann!